Hallo, viele von uns beschäftigen sich damit, wie wir bewusst unsere Realität erschaffen. Wir nutzen dazu verschiedene Tools, Visualisierung, Affirmationen, Vision Boards, alles wunderbar. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann denken wir, es liegt an uns, dass wir die Technik vielleicht nicht richtig können, dass unser Thema vielleicht zu schwierig ist. Aus meiner Erfahrung stimmt das aber nicht. Diese Tools, diese Affirmationen, Vision Boards und auch die Visualisierung sind alle gut und richtig. Was es aber braucht, ist eine Übereinstimmung mit unserem Selbstbild, mit unserem Image. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du die Affirmation hast, ich verdiene leicht und mühelos mein Geld, aber in deiner Familiengeschichte, das heißt in deinem Selbstbild und in deinem Image, ist drin verankert, dass es mühevoll ist, dass es auslaugend ist, dass es immer schwer sein wird, dann passt das beides nicht zusammen und dann funktionieren deine Affirmationen nicht. Ich habe mich viel mit diesem Thema beschäftigt und auch damit, wie wir elegant unsere Realität erschaffen können. Wenn dich das näher interessiert, kontaktiere mich gern. Mein Name ist Stefanie Hilger, ich bin Diplompsychologin. Mein Unternehmen leuchtendezukunft.de.